Genau. Unser Thema heute. Und zwar nicht, Moment, geht auch so. Und zwar nicht mit dem Nagellackpinselchen auftragen, sondern die neumodische Art. Nämlich das Ganze wie ein Abziehbildchen auf die Fingernägel kleben. Da habe ich mir jetzt diese hier gekauft. Da habe ich mir für den kleinen Finger jetzt zwei abgeschnitten. Jetzt muss ich die Brille wieder aufsetzen. Ich glaube, das hat ganz wenig Sinn, wenn ich es ohne mache. Dann habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau gewusst, wie es geht. Aber wir haben es dann versucht zu rekonstruieren. Denn in dem Laden selber lief ein Video dazu. Das habe ich mir angeguckt und dachte, ich halte doch erstmal die Kamera. Ja, genau, das eine Fingerchen würde dann so aussehen. Jetzt hat natürlich keiner und schon gar nicht ich so lange Fingernägel. Michaela sagt, es riecht nach Nagellack. Muss ich mal gucken. Total. Riecht total nach Nagellack. So, jetzt habe ich das so. Tja, und jetzt muss ich das angeblich in geschickter Art und Weise da draufkleben. Ich muss es runterhalten, das kriege ich sonst. So, jetzt warte mal. So, die haben gesagt, es ist einfach. Einfach ist es. Es ist drauf. So, jetzt mache ich das da so drauf. Und dann haben die gesagt, das wird dann einfach so. Wahrscheinlich ein bisschen gezogen vorne, das ist dann, oder? Das kann sie in der Kamera. So, das kann ich in der Kamera. So, ich muss jetzt ein bisschen nach hinten ziehen. Die haben gesagt, man feilt. Das ist das Anhalte-Dinger. Ah, okay, man kann es von oben nach unten feilen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hast du Nagelfeile da? Ach, guck mal. Hast du auch abgerissen. Total super. Das kann man nur abreißen. Und den Rest kannst du vielleicht wieder auf die Folie setzen und dann nochmal einen zweiten Nagel rausholen, oder? Ja, Wahnsinn. Und das klappt man sich hier so vorne drüber. Und angeblich soll das auch relativ lange halten. Das ist wie Nagellack. Aber das sieht gut aus. Guck mal. Ja, ja. Total. Hey, Wahnsinn. Jetzt pass auf, jetzt mache ich folgendes. Jetzt drehen wir da drum und machen das hier drauf. Ah, auf den daneben liegenden Nagel. Guck, wieder so. Ja. Einmal drauf. Und dann hier so oben drüber ziehen. Drum knicken. Und dann einfach. Das geht total simpel. Das ist ja einfach. Also ich habe mir das wahnsinnig kompliziert vorgestellt. Das ist echt super einfach. Das ist praktisch wie vorbereiteter Nagellack, der in einer Folie drin ist, damit er nicht austrocknet, denke ich mal. Und in dem Moment, wenn er auf dem Nagel ist, kommt er mit Luft in Verbindung und trocknet dann wie ein Nagellack. Deswegen riecht er wahrscheinlich auch nach Nagellack. Ich hatte das etwas anders, oh, guck mal, halt doch mal rein, so schön, etwas anders vermutet, weil es gibt schon seit, oh, ich schätze mal, seit ungefähr 20 Jahren solche Dinge, also die habe ich bestimmt schon 20 Jahre in meinem Schminkköfferchen. Ich meine, ich hätte die bei H&M gekauft, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wie gesagt, vor vielen, vielen 100 Jahren, aber bestimmt vor 20 Jahren. Und vor 2-3 Jahren haben wir sowas auch nochmal auf der Beauty gefunden. Das sind Folien, die man abzieht, auf den Nagel drauflegt, ein bisschen anpresst, wenn es keine Falten geben soll, einfach nochmal mit dem Föhn drauf und dann schnell so ein bisschen anrubbeln. Und das ist eine Sache, die wunderbar hält und auch schnell ist. Vor allen Dingen, wie sollte man sowas denn mit einem Nagellack hinbekommen? Hast du da noch was ohne Müsterchen? Eins ohne Müsterchen würde ich jetzt noch probieren. Du hast noch eins mit, dann gib mir eins mit Müsterchen. Wenn ich eins probieren darf, würde ich jetzt gerne eins probieren. Wir machen das jetzt einfach mal, ne? So. Welche Breite brauchst du ungefähr, ach, Martina? Guck mal hier, nicht so. Ach komm, müssen. Du hast ja große Nägel, nimm mal hier sowas. Okay, so, das machen wir. Pitteln das ab. Das hat Michaela jetzt für mich ausgesucht. Ja. So. Okay, und das mache ich drauf und föhn's an. Wenn es faltenlos ist, brauchst du nicht zu föhnen. Brüchen. Das wird immer schlimmer. Ja, komm. So, also Leute. Warte mal, ich versuch's mal so. Ne, dann sehe ich nichts. Das geht auch nicht. So, also ein bisschen ziehen. Hier einen Spiegel hin. So, guck mal. So. Jetzt schön festdrücken. Und jetzt? Ist es faltenfrei oder eher nicht? Es ist faltenfrei. Also wenn es mal eine Falte schlagen sollte. Und jetzt föhn auch gut wie bei drauf, den anderen so abknicken? Oder wie geht das? Wird jetzt nicht abzuknicken sein, aber das könntest du tatsächlich mit der Nagelfeile einfach so jetzt so wutsch, wutsch, wutsch dagegen und dann geht das vorne ab. Du hast so einen ganzen Kopf voll Nagelfeile vor dir. Klar, ja. Guten Morgen. Ja, so, wir wollten ja was alles zum Thema Nägel machen. Mhm. Also wir gehen da so drüber. Genau. Und gucken mal, was passiert. Das geht dann ab. Meinst du? Oh ja. Oh, praktisch. Das ist aber doch eine Falte. Also okay. Sicher ohne Brille, Martina. Aber egal. Naja. Jetzt aber nicht über die Folie drüber, Vorsicht, sonst geht die Farbe ab. Ja, die Farbe im Eckchen muss ich ja ein bisschen wegkriegen. So sähe das dann aus. Jetzt mach das mal bitte mit Lack, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit. Ja, und ordentlich, Leute, und ohne rechts und links über den Rand zu machen. Also diese Folien findet ihr im Moment überall, denke ich mal. Mhm. Was ich hier auf den Nägeln habe, ist auch ähnlich wie eine Folie, aber hält 10 Tage.
weil das ist tatsächlich erstmal ein Lack, der aufgetragen wird und den man dann entweder sofort, was aber idiotisch wäre, dann nach ein paar Tagen einfach wie so eine Folie abziehen kann. Das ist dieser Striplack von Alessandro, kostet eine Farbe 17,95. Es gibt im Moment, wie viele Farben gibt es, weiß ich nicht, aber ich habe ja hier diesen Prospekt. Im Moment gibt es so viele Farben, aber es sollen noch ganz, ganz viele folgen. Und ich bin mal gespannt, wie lange es hält. Ich finde es toll. Sieht super aus. Michaela ist ganz glücklich. Ja, mit UV gehärtet. Total schön. Ja, sind keine Streifen, sind vier Schichten. Was habe ich noch? Ich habe noch, weil ich ja das Problem habe mit weichen Nägeln. Ich habe Nagelhärter. Und zwar zwei Stück. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe den anderen. Doch, das ist auch, das ist Nagelhärter hier. Sehr guter von Kiko. Das ist ein neuer, der kommt so blau daher. Habe ich jetzt zwei, dreimal aufgetragen. Auch, finde ich, recht toll. Also ich kann jetzt doch, meine sind Nägel sofort härter. Die sind so, also da gibt es einen Vorgänger von. Der war noch toller. Den haben sie irgendwie aus dem Programm genommen, weiß ich nicht von warum. Wem? Auch von Kiko. Hätte ich gerne nachgekauft, ging nicht. Aber der hier ist ein wirklich blau, ganz, ganz toller Ersatz von L'Oreal. Kommt auch in einem kleinen Fläschchen, sprich trocknet nicht aus. Finde ich total super. Jetzt hätte ich gerne noch was gezeigt, was ich zu Hause habe. Wie blöd ist das denn? Jetzt müsst ihr mir es einfach glauben. Sieht aus wie das, steht aber ein anderer Name drauf. Ja. Es steht nämlich Manhattan drauf. Und das ist ein glänzender Überlack, der wirklich so toll ist. Den macht man also über den normalen Nagellack, den man hat, einfach drüber. Damit hält der wirklich Bombe. Also ich habe das jetzt auf den Füßen von gemacht. Von Manhattan? Ja. Dann kostet ja auch nur ein Apfel. Eben. Jetzt lass deine Füße unten. Ich lasse meine Füße unten, weil es klappt sowieso nicht. Ich habe ziemlich enge Jeans an heute. Da ist ein bisschen ungelenk, die Martina heute. Und das ist schade jetzt. Aber meine Füße, Michaela ist Zeuge, die habe ich jetzt schon fast eine Woche und da ist nichts ab. Also das nennt sich Gloss drüber oder so. Also ich meine, so viel durchsichtig, was Gloss so aussieht, wird es nicht geben. Oder habe ich es doch dabei? Ach Martina, wir glauben dir das. Es ist ein Fläschchen mit Nagelhärter von Manhattan. Ja, ich zeig in der Zeit mal, was ich so toll finde. Such du, Martina, ich zeig mal. Auch nee, hier wieder. Ich bin echt zu doof, Mensch. Ich habe hier schön Nagellack gekauft bei Kiko. Und der ist so, wenn er getrocknet, also der glitzert. Doch kann man sehen. Schön. Ist gar nicht Manhattan, ist Max Factor. Siehst du, ich wusste, ich mache einen Fehler. Den habe ich. Den hast du? Ja, irgendwo. Gloss? Hier müsste ich auch von. Ja, Gloss. Vielleicht also den farblos, Gloss oben drüber hält wie Bombe, ist sowas von super. Ja, jetzt haben wir es doch geklärt, ne? So. Soll ich jetzt trotzdem erst den fertig machen? Oder? Entschuldige, dass ich war ja nur Lückenfüller, aber jetzt machen wir die Lücke auch fest. Kiko hat eine sehr, sehr schöne Lösung gefunden, um direkt zu demonstrieren, wie sind denn diese neuen Effektlacke, diese 3D-Lacke. Wenn man hier drüber fühlt, fühlt sich das so komisch rau an und genauso fühlt sich dann der Lack nachher auch an. Der glitzert zwar, aber die Oberfläche ist matt und leicht wie sandig. Mhm. So, bitteschön, Nagelhärte 2. Ja, jetzt gibt's. Nee, Nagellatte habe ich nicht mehr. Ich habe neue Farben. Und zwar habe ich ein bisschen zugeschlagen von Essie. Ich bin zugegebenermaßen Essie-Fan geworden. Da hatte ich dann auch der Dame, also diesen Lack, nicht, dass ich keinen roten Lack hätte, aber diesen Lack habe ich gekauft, weil neben mir eine Frau diesen Lack auf die Finger gekriegt hat. Also, ja, boah, das ist ja mal eine tolle Farbe, weil der sieht hier drin. Hast du auf den Füßen? Ja, ne? Ja, sowas ähnliches. Teuflisch dunkel aus. Ich habe noch einen anderen. Der sieht teuflisch dunkel aus, kommt aber heller raus und auch so eigentlich noch mit ein bisschen rosa. Der hier wiederum hier so sehen an der Luftblase. Sieht hier drin relativ lila aus und auf den Nägeln ganz toll. Und der hier ist ein ganz blasser Nude-Ton, so für jeden Tag. Wenn man einfach nur ein bisschen so wie polierte Nägel aussehen will, finde ich auch ganz toll. Den hier. Oh, das ist ja eine gute Idee. So, und also viel dran. Es sieht ganz anders aus und ich war so platt, als ich den bei der Frau gesehen habe. Gibst du mir das Papierchen nochmal, dann zeige ich nämlich den, weil den finde ich auch so schön. Guck mal, das ist doch auch eine Barbie. Barbie. Ja, ich Barbie. Bin's halt. Ich bin's halt. Du bist Barbie? Nein, aber ich mag so rosa für den Sommer und ich hatte den auch schon auf den Füßen, nicht auf den Füßen, auf den Fußnägeln und da fand ich es auch ganz toll. Dann gibt's eine Geschichte. Tja, Michaela. Hast du das auch? Dann erklär mir doch mal, wie du das machst. Gar nicht, habe ich Luisa geschenkt. Ich habe ja keinen Nagellack. Grün. Aber ja. Sie ist total begeistert und findet es toll. Ja, weil das ist nämlich so ein French
Zeug. Also, French Zeug. Ja, weil, wenn ich wüsste, wie es geht, hätte ich es ja längst gemacht. Das hier hat ein Pinselchen, könnt ihr das sehen? Mhm. Der ist schräg. Mhm. Das hier hat, mal ordentlich zumachen, sonst hat man es gleich nicht mehr. Das hier hat ein Pinselchen, welcher ist wie eine Flosse, also rund. Liebe Michaela, wie wird es gehen? Ich habe heute jetzt noch mal ins Heft geguckt. Ich glaube, ich habe die Lösung, weil ich habe in etwas, was ganz anders aussieht. Mhm. Ich glaube, man macht zuerst das auf den Nagel bis vorne hin und macht dann mit dem, was da so abgeschrägt ist, fährt man, ich kann es ja mal probieren, fährt man hier vorne, oh Gott im Himmel, so, ich, Brille, yes, das also nur her, für die Spitze, dass man das. Denn das ist mir hinterher eingefallen, dass man, ich versuche es mal auf dem Daumen zu machen. Sekunde, ich kann es nicht in die Kamera, geht es jetzt nur beim besten Willen nicht, weil ich muss ja drauf gucken. Aber ich nehme jetzt dieses Pinselchen, setze die Schräge an und fahre hier so rum. Guck, so könnte es doch gedacht sein, was meinst du? Ja, wenn du den Nagellack von links nach rechts streichst, was ist dann? Ich dachte, du machst jetzt nur die Spitze. Nee, die Spitze ist ja weiß und der Rest ist lila. So denke ich mir das. Wie soll es denn sonst gehen? Martina, ich weiß nicht, die Farben sind ganz nett und... Also ich glaube, man stelle sich jetzt vor, da unten drunter ist jetzt vorher weiß. Und dann mache ich mit dem Pinselchen unterhalb von dem Weißen, was ich sowieso habe im Nagel, mache ich das lila. Das heißt, ich habe French vorne und lila hinten. So würde ich es jetzt, mein Gott, ihr Freunde von L'Oreal, wenn ich jetzt völligen Blödsinn erzählt habe, dann guckt uns doch bitte das Video an und sagt mir, wie es geht. Weil ich bin wirklich nicht schlau draus geworden. Mein Gott, man kann doch nicht alles wissen. So, auf jeden Fall. Dann muss er da nicht sagen, wenn man es nicht weiß. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Dann schreibt doch bitte in die Kommentarbox, was ich denn nun tun soll. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich habe es meiner Tochter gegeben, aber wir haben es noch nicht kommuniziert. Weil sie hat sofort gesagt, oh, was sind aber tolle Farben, die möchte ich haben. Und weg waren sie. Mhm. Und wie kriegen wir das ganze Zeug wieder ab? Haha, so wie die Kosmetik. DM kostet unter einem Euro. Ach, wie schön. Ich mache es jetzt nicht, weil das kommt dann wieder von denen raus. Das ist super praktisch. Man muss einfach nur mit dem Wattepad jetzt hier pumpen. Ja. Und dann ist hier diese Nagellack-Entfernerflüssigkeit oben drin. Und das hat früher nur die Kosmetikerin gehabt. Ich weiß, ich habe diese Flaschen leer auf der Beauty vor vielen Jahren gekauft. Da haben die kurz unter 5 Euro gekostet. Nur diese leere Flasche. Und mit dem Nagellack-Entferner kosten jetzt keinen einen Euro bei toll. DM. Eben, und einfach so schön drauf. Und ja, viel besser als mit der Flasche um. Und dann läuft es überall hin und überhaupt. Bekäme ich jetzt eigentlich das mit Nagellack-Entferner überhaupt wieder runter? Nee, abziehen. Abziehen tue ich das? Ach, ja. Das probiere ich direkt. An der Ecke knippeln und abziehen. Und dann gibt es ja noch so Sternchen und Blümchen und aber was soll man euch da erzählen? Das wisst ihr alles selber. Du meinst, es geht jetzt wieder ab? Ich meine das nicht, ich weiß das. Dann mach das mal in der Kamera. Warte, das ist ja auch ein Strip-Nail im eigentlichen Sinne, ne? Ja, hat ein bisschen was von meinem Nagel mitgenommen, aber... Echt? Nee, eigentlich nicht. Nee. Wahnsinn, guck mal. Und das Pinke kriege ich auch wieder ab? Probiere ich jetzt. Klar. Also das weiß ich nicht, der ist ja nicht von mir. Nee, der muss mit Nagellack abmachen, weil der hat ja auch noch Nagellack gerochen. Also ich bin also total, der bleibt fest. Total begeistert von diesen neuen Effektlacken, die matt auf den Nägeln sind, von Samtpuder, was man oben drauf machen kann, von diesen ganzen unterschiedlichen Dingen, ob es Crackle oder sonst was sind. Nur ich trage es selber nicht, deswegen macht es auch keinen Sinn, dass ich das zeige. Das haben wir für Sat.1 machen lassen, um diesen Striplack zu zeigen, deswegen habe ich das so mit. In ein paar Wochen werdet ihr mich wieder ohne Lack sehen und wir haben drüber Schade gesprochen. Auch. Ich habe noch was hier in meinem Wühlkiste, was ich auch für unentbehrlich halte. Das ist Nagelöl. Hm? Ist halt so. Also man pinselt es ja wirklich nur da unten in die Ritze hinein. Aber ich muss sagen, das ist ein großartiges Produkt. Und für trockene Enden, wie ich sie nun mal habe, optimal, zieht sofort ein. Das heißt Nagelöl, ist aber jetzt nicht ölig und man kann danach auch Papier anfassen. Das ist mir, ich versuche es mal da drin zu lassen, damit der Michael keine Sauerei macht. So, man nimmt das Pinselchen und geht hier einmal so im Kreis hin und her. Mehr ist es nicht. Mhm. Ne? Einfach so und so und so und so. Und sieht super gepflegt aus. Ganz tolle Sache. Also möchte ich auch nicht mehr ohne. Finde ich eigentlich, gerade wenn man die Nägel dann so bunt hat und hat dann so komisch angefressene, nee. Leute, nein. Und für die Füße auch, logisch, ne? Dann habe ich hier noch was ich auch so ganz praktisch finde. Das sind jetzt einfach die Feilen, die man dazu braucht. Da gibt es welche, da ist es so, das zum Anrauen und das zum Polieren. Polieren ist gut.
Ja, sieht schön aus. Wie Michaela hat ja die Finger gemacht gekriegt. Da von Ben in Langenfeld. Von Ben. Und er hat sie ihr schön gefallen. Und dann hat er die der poliert. Das sah schon super aus. Also wenn das da so ein Profi macht, es ist schon ein Wahnsinnsunterschied. Ein gutes Gefühl. Einfach nur so, oh, das Pfötchen hinhalten, dann wird es gemacht. Und kommt hinterher so toll raus. Das finde ich im Übrigen das Allerbeste. Ne? Mhm. Naja, also Freunde und Innen. So viel zum Thema Nagellack. Mhm. Ja. Da sind wir jetzt nicht die absoluten, also ich zumindest nicht die absoluten Spezialisten. Gar nicht. Also ne, nehmt uns das nicht übel, aber wir wollen es ja auch wenigstens so für die Frauen vermitteln, die auch wenig Ahnung haben. Naja, und wer mehr Ahnung hat als ich, Hilfe! Es wird mit Sicherheit einer reinschreiben, der sagt, wie es geht, mit Sicherheit. Der sagt, ey, seid ihr nicht bescheuert? Wie doof ist die denn, ja. Ne? Ja. Hat er gar keine muss Ahnung. Muss auch mal sein, ne? Ach Leute. Aber schöne Farben. Nehmt Handcreme. Ja, auch Handcreme. Wichtig. Ne? Glutschi, glutschi. Was haben wir sonst noch? Etwas Fertig. Ich glaube, es reicht. Fertig. Fröhliches Fertig. Lackieren. Fertig. Nicht drüber pinseln.